Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Na, was für ein Handy habt ihr? Heute möchte ich euch nämlich mal ein ganz besonderes Handy zeigen, was ihr definitiv noch nicht habt. Und zwar ein Handy in Minecraft. Oh ja, kaum zu glauben, aber äh, hier soll es wohl ein Handy in Minecraft geben. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute gibt es in Folge 162 von Mr. redstone eingesendet ein funktionierendes Handy. Schauen wir mal rein. Es gibt 134 command Blöcke versprechen diese Schilder. Nicht ins Spectator gehen, verkünden diese Druckplatten. Wir haben einen Soundtest. Ah ja, den habe ich entfernt. Ich habe mir was vorgenommen, Leute. Was? Okay. Das ist. Alles klar. Ich, ich, ich weiß, dass es hier irgendwo einen Roll gibt. Ähm, den habe ich rausgenommen. Aus Sicherheitsgründen. Aber sonst, okay. Sound, also ein Soundpack ist auch noch geladen. Äh, wir schauen mal rein. Oh, je, je, was ist das alles? Buch. Okay. Buch, okay. Buch, okay. Buch, okay. Klickt das Buch zu. Ich werde nicht 2000. Nein. 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 Okay, oh, ja, ja, ja. Also die Überraschung könnt ihr euch gerne selber. Wie geht die Glocke? Okay. Äh, also die Überraschung könnt ihr euch gerne selber angucken. Ich werde das Buch nicht durchlesen. Tut mir echt leid, Leute. Oh, willkommen. Also Jerkraft, andere. Ich habe dieses kleine, aber feine Handy programmiert, was du in der Mitte der Truhe siehst. Ich hoffe, es gefällt dir. Okay. Wenn du es angesehen hast, werfe es mal auf den Boden. Guck dir auch mal gerne zwei... Wochen. Okay. Hm. Na, 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 das Handy hat verschiedene Funktionen. Okay, also wenn du es dir angesehen hast, werfe es auf den Boden. Und dann bitte das Handy. Das ist das Handy? Da. Das muss ich jetzt auf den Boden werfen? Oder ist das das hier, das Handy? a Das ist also ein Samsung Galaxy Handy? What? Ich hoffe, es gefällt dir. Ich werfe es mal auf den Boden. Guck dir auch mal gerne mein zweites Projekt an. Aber ich muss auf den Boden werfen. Ist das jetzt das. Ach so. Ah. Ich, ich wollte gerade sagen hier. Hä? Wie soll das gehen? Das hier sieht mir eher nach richtigem Handy aus. Das ist jetzt ein Handy in Minecraft? 1426. Moment. Das wird nicht funktionieren, oder? Ist das jetzt ein verarsche -Einsendung? Nein! Oh lol, das funktioniert ja wirklich! Effekt Give the Jobcraft Night Vision. Ist das nicht so, dass du das jetzt durch mein Optifanlass. Ah ja. Nein, wie cool ist das denn bitte? 1, 4, 2, 6. Okay, dann machen wir mal 1. 4. 2. 6. Und Enter. Richtiger Code. Ja. Läuft, Leute. Das ist for real. Ein Handy in Minecraft. Erkennt ihr es? Oben die Uhrzeit. 11.11 Uhr. 11, Batterie ist auch noch voll. Unten Home-Taste etc. Also Jo. Jo. YouTube. Auf jeden Fall. Nein. Jo, wie geil ist das denn bitte? Jo, nett. Hier habt ihr von The Joecraft verschiedene Videos direkt. Toc, haben Tutorials, Rotsteinpark, wir haben welche. Wow, Videos und wie und nie Videos. Oh, wie cool. Was ist Home? Ist das hier Home? Ja, ne. Was ist der Knopf hier? Keine Ahnung. Das ist zurück, ne. Das ist, das, ich glaube, das ist Samsung. Ne? Ich, muss, ich muss mich ja hier als Apple-User outen. Bei Samsung war das doch, glaube ich, so. Ne? Ich hatte mal ein Samsung-Handy. Da war, glaube ich, ein Home-Button. Zurück. Und ich meine, das war der Multitasking-Button. Wenn man den gedrückt hat, dann hatten sich die Apps geöffnet, die dann noch im Hintergrund offen waren. Oder? Korrigiert mich mal gerne, Leute, wie das heutzutage ist. Ich hatte lange kein Samsung mehr. Internet. Funktioniert noch nicht. Tja. Ja, Mobilfunk und Deutschland, ne? So, schauen wir mal hier. Wetter. Mh. Mm. Mm. Das sieht ja schon mal erstmal gut aus. Hier ist ein bisschen bewölkt, ja. Wir können auch was anderes andrücken. Und zwar Wetterradio. Ja, klar. Okay, es läuft das Wetterradio. Aber ich denke, dass ein... Ich weiß nicht, ob ich die Songs hier auf YouTube nutzen darf. Wenn... Also viele Leute nutzen immer... nennen nennt sich das? Diese, diese äh, Copyright-freie Musik. Aber ich kann das nicht jedes Mal überprüfen. Deshalb... Bin ich jemand, der tendenziell erstmal keine Musik abspielt? Äh, seid mir da nicht böse. Ihr könnt die Musik ja selbst entdecken, wenn ihr die Welt downloadet. Also Radio. Haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Ich kann da noch sicher rein und... Kommt da Musik? Ne, ich muss ja erst was auswählen, ne? Wetterradio. Achso, das ist Wetterradio. shift Willst du einen Block auf einen Trichter bauen, dann Shift. Willst du unsichtbar sein hinter Wand, dann Shift. Shift, jetzt auch erhältlich auf jeder handelsüblichen Tastatur. Probieren Sie auch Caps, für alle, denen Shift alleine nicht genug ist. Keine Garantie auf Groß- und Kleinschreibung. Unverbindliche Preisempfehlung. Alles klar, sehr nice. Äh, bei dem Song bin ich mir 100% sicher, dass es, also dass der Urheber des Songs kein Problem damit hat, dass es in meinem Video ähm, abgespielt wird. So. Äh, dann, was haben wir noch Schönes? Obviously. M Nein! Nein! Wie geil ist das denn? Minecraft. Wie willst du Minecraft spielen, wenn du schon Minecraft spielst? Äh, ähm. ähm äh, äh. Also, gibt Menschen... Goldcraft ist definitiv jemanden, den ich interessant finde. Gibt Menschen, die auf jeden Fall sowas schon mal gemacht haben. Echt mega. Also, ne? Minecraft in Minecraft existiert. Taschenrechner. Mhm. Was haben wir mit Taschenrechner hier denn? Funktioniert der? Oh, das ist jetzt interessant. Ähm... Warum... Warum zur Hölle? Könnt ihr mir das bitte mal erklären, weswegen die Zahlen so sind? Zwei? Ö. Okay, zwei plus acht gleich. Okay, das wundert mich jetzt. Shift-Radio. Ah, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Taschenrechner nicht will, oder? Fünf. Acht. Zwei. Zwei. Hm. That's interesting. Really interesting. Okay, ich komme jetzt zurück. Okay. Also. Alexi Bexi würde wahrscheinlich das Ding hier als, äh, wie sagt er noch, Scheinerschrott verkaufen oder anpreisen. Es ist auf jeden Fall ein Handy, das ihr euch nicht einloggen solltet. Es ist ein sehr interessantes Handy, ein sehr interessantes Konzept in Minecraft. Äh, allerdings äh, mit Verbesserungsvorschlag, den Taschenrechner zum Beispiel, den könnte man sogar auch wirklich umsetzen. Und es ist auch ehrlich gesagt nicht schwer, den Taschenrechner umzusetzen. Ne? Mal eben so, vor allem wenn ihr mit command arbeitet, würdet ihr folgendes machen. Scoreboard, ihr würdet euch irgendwie add math, ne? Math Pizza, es nicht, ne? Math Dummy. So, und dann kannst du das morgen. scoreboard-players-set-hashtag-1, math-1. So, und dann macht ihr immer weiter. Hashtag-2 ist dann math-2. Hashtag-3 ist dann math-3. Und so weiter, sofort. Und dann könnt ihr rechnen. Dem einfach macht, scoreboard-players-set, keine Ahnung, äh, set-ergebnis, äh, äh, math, ne, oder ne, Quatsch, uh, scoreboard-players-operation Hashtag RGB oder Summe, Hashtag Summe, Math, Plus, und dann könnt ihr jetzt mathematische Operatoren anwenden. Und zwar je nachdem, was der Spieler angeklickt hat. Plus, Hashtag 1, Plus, Hashtag 2, und blablablup. Und, und so könnt ihr tatsächlich mit dem Scoreboard ein Taschenrechner sehr einfach realisieren. Okay. Aber ich glaube, dass der Taschenrechner funktionieren sollte. Weil, guck mal, hier sind die ganzen Nummern ja irgendwie da, ne? Schon ein bisschen komisch. Ich bin nur gespannt, was noch alles kommen wird. Ähm, das Handy scheint wohl noch im Bau zu sein. Wenn ihr das besser könnt oder auch ein Handy machen möchtet, dann sendet es gerne ein. Link in den, äh, findet ihr in der Videobeschreibung. Lest euch bitte alles gut durch. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viele Einsendungen, die auch gut waren, rausgekickt, weil viele Leute von euch vergessen haben, die Freigabeeinstellung auf Google richtig zu setzen und eure Einsendung ist damit instant disqualifiziert, was ja schade ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao Leute.